Die Grabung. Das sieht ja. Hey, ich glaube, wir kommen endlich durch. Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Ja. Meinst du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Hast du was gehört? Da ist alles voller Meierlöts. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst wohin stecken. Viel Glück da unten. Neuer. Oh, toll. Ich muss also nicht graben. Schluss mit Lustig! Einer. Zu weit weg. Wow. Da ist noch einer, oder? Da. Kaplam. So, Bobby, was denkst du, was ist. Was soll das hier sein? Ist hier ein Hebel, irgendwas Wichtiges? Bierflasche. Lass es einfach sein. Also. Was ist das? 150 Kronkorken für die Arbeit? Ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Das war es offensichtlich echt schon. Ja, wenigstens noch so ein Werkzeugkoffer. Oh, komm schon. So. Wie schön. Geil. Superkleber. Beste. Ja, dann gehen wir doch mal zu der. Obwohl, da lag, das war einfach nur ein Skelett. Ja, nee, das Wasser möchte ich nicht unbedingt trinken. Okay, gehen wir mal zurück und gucken, was die sagt. Was ist in meinem Tunnel los? Sieht so aus, als gäbe es heute Krabben zum Abendessen. Du würdest Meierlurk essen? Boah, nein, danke. Widerlich. Zäh. Aber zugleich irgendwie schleimig. Tja, und du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt... Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Ich hab meine Zweifel, ob du wirklich weißt, was du da tust. Ich hab immerhin dich angeheuert, oder? Glaub mir, ich werde alles tun, was nötig ist, um diesen Job zu Ende zu bringen. Worum geht's eigentlich? Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ganz genau. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Interessant. Klingt irgendwie fast wie ein Bankraub oder sowas. Das ist halt aber auch mal wieder eine Story hier. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ein Zementsack. Den brauche ich eigentlich nicht. Okay. Ein Ventilator, sehr gut. Ja, jetzt muss ich echt überlegen, welche Quest ich als nächstes mache. Ob ich jetzt diesen Pfarrer aufsuche oder der Bobby helfe? Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen noch in dieser Stadt rum. Hm? Ach, achso.
Ja, hier sind wir reingekommen, okay. Hier ist dieser Waffenladen. Ich habe hier für jede Situation die passende Waffe. Ja, ich schau. Dann starten wir dich mal ab. Ja, die hat keine Kohlen mehr. Mist. Daisys Discounter. Daisy. Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest. Hast du Arbeit für mich? Ja, habe ich. In der alten Stadtbibliothek Bostons haben sich Supermutanten festgesetzt. Ich habe schöne Erinnerungen. Treib diese Monster von dort, dann zahle ich dir. Ich glaube, die Zahlung ist etwas mickrig dafür, dass ich an. Das ist auch nur eine von diesen Nebenquests, deswegen skippe ich da jetzt so durch. Sagen wir. Es geht da nicht nur um die Kosten für Munition. Gefahr bedeutet auch immer Arztrechnungen. Hey, ich handle schon seit 200 Jahren. In Ordnung. Für den Job gibt es 200 Kronkorken. Nimm ihn an oder lass. Abgemacht, Daisy. Danke. Hey, wenn du schon mal da bist, könntest du für mich dieses Buch zurückbringen? Ich habe es aus der Bibliothek. Frag lieber nicht, wie lange es schon überfällig ist. Okay. Dann handeln wir nochmal kurz mit ihr. Daisy. Also diese Nebenquests, die sind ja so, ne, relativ, also geh einfach nur irgendwo hin und kill was. Also die sind einfach nur so, mach irgendwas in der Umgebung. So ein bisschen wie diese Sammelzeug-Quests in WoW oder sowas. Deswegen nicht ganz so interessant. Hab ich überhaupt irgendwas? Ja, Bergbauhelme. Naja. Codsworth hat, glaube ich, auch noch ein ganzes Inventar voll Zeug. Da waren wir schon drin. Hier sind nur die zwei Läden. Gut, dann gehen wir nochmal nach da hinten. Entschuldigung. Ein Lagerhaus, ja. Noch ein Lagerhaus. Also auch genug Möglichkeiten, um einzubrechen. Hotel Rexford. Hallo. Hey, hallo. Wenn ich mich nicht irre, bist du neu in Good Neighbor. Und was denkst du? Warum fragst du? Ich will dich nur etwas besser kennenlernen. Ist nicht gerade die sicherste Gegend. Deshalb weiß ich gerne, wer Ärger machen wird und wer ihn beendet. Ich heiße Rufus. Ich erledige hier die anfallenden Reparaturen. Halte die Roboter am Laufen, verkaufe ein bisschen Schrott, all die Sachen. Ich repariere meistens irgendwas im Hotel Rexford. Oder ich trinke diese Plörre von Charlie im Third Rail. Brauchst du Teile? Ich hätte auch einen Job, falls du Interesse hast. Wie sieht der Job aus? Was für ein Job? Ich weiß nicht, ob du das Bier im Third Rail mal probiert hast, aber ich glaube, Charlie holt das irgendwo aus der Kanalisation. So mies schmeckt das. Ich habe dieses Holoband gefunden, als ich was im Rexford repariert habe. Eine Lieferankündigung für eine Braumaschine aus der Vorkriegszeit. Das ist doch mal eine Quest. Ding wurde wegen der Bomben und so nie ausgeliefert. Ich habe mich mal etwas umgehört und das Teil könnte vielleicht noch intakt sein. Und da kommst du ins Spiel. Ich vermute, es gibt auch was für den Job. Na klar. Wie wäre es mit 200 Kronkorken und einem Anteil vom Bier? Meinst du, du kannst mir diese Braumaschine irgendwie beschaffen? Das hier ist nicht unbedingt die sicherste Gegend. Wie wäre es mit einer Gefahrenzulage? Auch wieder wahr. 300 Kronkorken plus Bier. Und? Da bin ich dabei. Absolut gut. Ich bin dabei. Super. Die Braumaschine ist im Keller einer alten Kneipe. Dem Shankar Shamrock. Wenn du die Stadt verlässt, musst du nach Osten, bis du zur Atlantic Avenue kommst. Die Bar hat ein großes grünes Schild. Bring mir die Maschine, wenn du sie gefunden hast. Das ist doch meine Quest. Da braut sich was zusammen. Großartig. Noch eine Gasse hier. Wow. Das ist ein Todesschütze.
Edge, verarscht. Oh, MacReady, du stehst im Weg. Sündenbock? Ich denke nicht. Bam! So. Schicht hier. Ich gebe dir keinen Stimpack, MacReady. Du bist ein totaler Lappen. Ich weiß nicht, warum ich dir Kronkorken gegeben habe. Brauchbares dabei? Abgenutzter Filzhut. Mac and Cheese Maschinenpistole plus. Hosenträger und Hose. Oh, sehr noir. Ich nehme den Filzhut wohl auch mal mit. Hier so ein Gammler umgelegt, das finde ich aber nicht sehr nett. Und du? Ah, schon wieder. Was kann die? Nein, die ist nicht so gut, aber ist recht viel wert. Was wiegt denn hier viel? Oh Mist. Hier war nichts, ne? Nee. Ach, ich will das Lendenschurz nicht wegwerfen, dann werfe ich halt Schrott weg. Ja, zum Beispiel eine Hantel, die ich noch dabei habe, eine 20 Pfund Hantel. Nee, den Benzinkanister. Immer noch nicht, weil die Hantel will ich mir in meine Siedlung legen, auf jeden Fall. Stahl ist nur ein Stück Stahl, das ist echt nicht so geil. Immer noch nicht. Ah, ich habe unten nicht geschaut, ups. Chillen. Öl und Stahl. Wieder viel zu viel Zeug. Ja, dieser Rettungsring, den will ich mir aber eigentlich auch in die Siedlung legen. Die Verbindungsstange, also die kommt weg. Gut. Hat keiner gesehen. Sammy? Ja, der war wirklich ein Zünd. Scheiße. Die machen hier kurz einen Prozess mit denen. Da haben die eben, ich habe das eben so am Rand mitbekommen, da haben die ja eben so drüber geredet, dass Sammy irgendwie ein Sünd wäre oder sowas. Und jetzt liegt er da. Die machen hier kurz einen Prozess. Noch ein Lagerhaus. Und das ist jetzt Memory denn? Die Höhle der Erinnerung? Oh. Oh.
Das sind hier solche Pots. Es... Der setzt sich direkt hin, der MacReady. Was für eine faule Sau. Wow, es ist direkt... Oh, es wird immer geiler, ich kann einfach nicht... Du bist am falschen Ort, Schätzchen. Du wirkst nicht so, als bräuchtest du die Höhle der Erinnerungen. Weißt du überhaupt, was wir hier machen? Gibt's hier auch ein Hinterzimmer und ein paar Singles? Du hast ein falsches Bild von uns, Schätzchen. Ich verkaufe keine Haut, sondern Erinnerungen. Und lass mich dir eines sagen. Ein Erlebnis nacherleben? Das richtige Erlebnis? Es gibt nichts Intensiveres. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Du bist misstrauisch, kein Problem. Aber ich komme schon klar, wenn ihr mir eine Chance gebt. Tut mir leid. Wir müssen streng auswählen und suchen gerade keine neuen Kunden. Warum nicht? Hör zu, es ist kein Geheimnis. Das Nacherleben einer Erinnerung kann einfach nur schön sein. Oder dabei helfen, etwas Vergessenes wieder ins Gedächtnis zu rufen. Aber wie alles, was sich im Leben lohnt, Schätzchen, hat das einen Haken. Das erste Mal kann ein ziemlicher Schock sein. Darum ist die Liste unserer Kunden sehr kurz. Nur Leute, denen ich vertraue. Das hilft uns, Probleme zu vermeiden. Krass. Kapiert. Bin schon weg. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Hast du die Erinnerungskapsel hochgeladen? Oh, du bist nicht Irma. Nein. Aber ich werde mit dir reden. Good Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Entfliehen? Wie meinst du das? In alten Erinnerungen schwelgen. Zum Beispiel Thanksgiving 2071. Mama hatte einen 12-Pfund-Truthahn gemacht. Und wir hörten Silver Shroud versus Captain Cosmos. Sogar mein Vater war dabei. Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Wer? Meine Familie und ich haben jede Folge gehört. Du meinst, als sie das erste Mal ausgestrahlt wurde? Wie? Die letzte Ausstrahlung ist hunderte Jahre her. Ich war lange im Kryoschlaf. Bin gerade erst aufgewacht. Oh Mann, das ist irre. Du bist wie Mr. Abominable aus Folge 83. Ja, so in etwa. Junge, wenn du gerade aufgewacht bist, musst du dich auch erstmal an die Gegenwart gewöhnen. Das ist eine Untertreibung. Die Dinge stehen schlecht, aber wir müssen versuchen, sie zu verbessern. Ich hätte da mal eine Frage. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte da einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Was? Klar, Kent. Natürlich hast du einen Plan. Ich weiß, wie sich das anhört. Ich spiel mal ich mit. Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Was? Hilfst du mir? Vielleicht. Wenn es sich für mich lohnt. Ich kann dir ein paar Kronkorken vorab geben. Aber versprich, dass du mir hilfst. Na gut. Ich besorge dir das Kostüm. Du machst das? Wirklich? Bevor die Bomben fielen, haben sie den Pilotfilm zur Silver Shroud-Serie bei Hubris Comics gedreht. Dort müsste es sein. Das wäre großartig. Silbernes Maschinengewehr, das ist er wahrscheinlich. Da, Silver Shroud, okay. Naja, dann gibt's doch einen coolen Trenchcoat. Das ist doch wunderbar. Kann ich in den Memory Pod hier. Ich würde die alte. Ach, ich habe auch genug Kohle.
Ich habe eine Menge sehr komplexer Arbeiten vor mir. Also, was willst du? Ich könnte hier die Leute bestechen. Vielleicht lohnt sich das ja. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht können wir dann in der Vergangenheit noch mal ein bisschen nachgucken. Irmas Terminal. Was? Raider-Rüstung im Koffer? Ominös. Ich glaube, ich möchte mal in ihr Terminal reinschauen. Hey, wenn es Ihnen so wichtig wäre, sollten Sie es nicht einfach so herumliegen lassen. Ja, genau so sehe ich das auch, MacCready. Hier im Wasteland muss man gucken, wo man bleibt. Außerdem bin ich ja eigentlich immer nett zu den Leuten. Ich finde, dafür kann ich mir auch ab und zu mal, ne, wenn ich den Probleme schon löse, kann ich mir auch ab und zu mal ein bisschen Geld und wichtige Sachwerte nehmen. Also. Kunde Hancock. Oh, da können wir jetzt richtige Details über die Leute herausfinden. So, Connelly. Silver Shroud, ja. Gut, die scheint doch nicht so verkehrt zu sein. Sie sagt, sie will ihm nur helfen. Hancock. Okay, Hancock ist wohl schon ein abgebrühter Typ. Mhm. Okay, der zieht sich Drogenerinnerungen rein hier, der Typ. Fred Allen. Daisy. Okay, Daisy ist... Hat wohl doch eine dunklere Seite. Interessant. Daisy war die Verkäuferin, die wir getroffen haben. Dr. Amari. Bevor du fragst, ich hätte mit der Einrichtung nichts zu tun, also will ich auch nichts darüber hören. Tut mir leid, aber die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neue... In Ordnung. Nichts ist umsonst. So ist es nun mal. Wie wär's mit 100 Kronkorken im Voraus? Ausdauer und Geld. Zwei Dinge, die ich an einem Mann liebe. Vielleicht können wir ja einen Testlauf machen. Prima. Erinnerungen an andere Leute sind am einfachsten. Frische Erinnerungen an Menschen, die dir wichtig sind. Gibt es da was? Meine Frau ist vor kurzem gestorben. Wenn ich sie noch ein letztes Mal sehen könnte. Oh, Schätzchen, das tut mir leid. Es ist nie leicht, einen Menschen zu verlieren, der einem nahesteht. Aber wir können dir helfen. Also gut, setz dich in den Sessel. Mal sehen, welche Erinnerung wir finden. Hoffentlich brennt das Ding hier nicht durch. Dr. Amari, ein neuer Kunde. Wir brauchen eine Erinnerung, mit der wir uns verbinden können. Was für eine Erinnerung suchen wir denn? Unser Kunde ist wahr verheiratet. Such eine Erinnerung an seinen Partner. Also gut, scanne den Hippocampus. Ich hab was. Sehr frisch.
Die Synchronisation mit den Temporallappen ist stark. Die nehmen wir. Vorhang auf, Schätzchen. Showtime. Ich bin gespannt. Oh, wenn das jetzt einfach die Tutorial-Szene ist, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht. Da ist sie, deine Erinnerung. Entspann dich. Wir überwachen deine Vitalparameter. Oh nein. Nein. Manuelle Steuerung initiiert. Kälteschlaf beendet. Sie hätten mich nehmen können. Die Warp-Computer funktionieren. Warum haben sie nicht richtig genommen? Oh nein. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6. Den kann ich mir sein Gesicht nochmal angucken. Wer bist du? Wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Wie kann ich mich an was erinnern, was ich unmöglich gesehen haben kann? Wer seid ihr Typen? Das ist was er. Macht oh ihr nein! Hier? Wie gemein! Oh nein! Nein, nein, nein! Oh Gott, oh Gott! Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein, Moment. Komm her, Baby. Nein, ich nehme ihn! Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen mein Schaf nicht! Verdammt! Oh mein Gott! Den Jungen daraus, dafür schütten wir. Immerhin haben wir noch den Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Ersatz? Wir nähern uns dem Ende der Erinnerung. Warte! Beruhige dich. Dein Blutdruck steigt. Ich hol dich raus in 3, 2, 1. Fuck. Alter. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Tut mir so leid. Wenn ich geahnt hätte, dass du das nochmal durchmachen musst, hätte ich nein gesagt. Kam denn keine andere Erinnerung in Frage? Wir brauchten erstmal die klarste Erinnerung. Und die hier stach heraus. Ja, bestimmt. Du brauchst Hilfe, Schätzchen. Und ich weiß da genau den richtigen. Nick Valentine, ein Detektiv. Arbeitet von Diamond City aus. Da wenn geht's wieder hin. Dein vermisstes Kind wiederfinden kann, dann... Nick Valentine. Alle Spuren führen zu Nick Valentine. Und wir müssen erstmal Nick Valentine finden. Krass. Boah, alter Vater. Ich will aber gerade nochmal fragen. Mama. Du kannst Nick Valentine vertrauen. Er wird deinen Sohn finden. Das weiß ja, ich aber einfach. Freut mich, dich nicht wiederzusehen, Schätzchen. Ich hoffe, dir geht's wieder besser. Und, gefällt es dir in Good Neighbor? Ist eine irre Stadt, was? Ich kann wohl nicht nochmal... Naja, schade. Ich dachte, ich könnte mal eine andere Erinnerung noch, aber... Boah, fuck. Boah, boah, boah. Diese Nick Valentine-Sache, das ist wohl die wichtige Hauptquest hier. Wenn wir hier ein bisschen vorankommen wollen. Aber hier gibt es einfach so viel Dein zu tun. Kumpel MacCready hat hier in Good Neighbor einen Ruf als guter Schütze mit mieser Laune. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Den MacCready, ich werde auch demnächst den Cotsworth wieder abholen. Bei Fred Ann im Hotel Rexford bekommst du Cams. Irma in der Höhle der Erinnerungen, die bietet Drogen von ganz anderem Kaliber an. Ja, das stimmt wohl, Freund. Wah. Coole Stadt auf jeden Fall. Gut. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir hier... Wo sind wir eigentlich jetzt hier? Boah. Okay.
Eine ganze Menge jetzt hier aufgedeckt. Da ist diese Irrenanstalt, über die ich auch noch was herausfinden wollte. Indem ich was über die Schwester herausfinde. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Ach, das ist gar nicht so weit weg. Gut, dann würde ich sagen, das ist das nächste Ziel, mal diese Schwester ranzuholen. Und dann haben wir ja noch tausend andere Quests. Ich mache aber erstmal diese, wegen der sind wir ja überhaupt hierher gekommen. Ja, wegen dieser Schwester, wegen dieser Irrenanstalt, wegen diesem komischen Serum und dieser verrückten Familie. Deswegen machen wir das jetzt erstmal fertig. So, und ne, wir sehen uns dann das nächste Mal.